wollen das Land entfesseln, damit es wirtschaftlich vorankommt, weg mit der Bürokratie. Wir wollen bei der Bildung diese ganze grüne Ideologie überwinden, damit die Schülerinnen und Schüler auch wieder gute Chancen bekommen. Wir brauchen mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, auch die technische Ausstattung muss stimmen. Das gilt nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern für ganz Deutschland. Mindestens 16.000 zusätzliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte brauchen wir in Deutschland. Ich bin der Überzeugung, wir müssen die Laufbahn der Polizei wieder öffnen für gute Realschüler. Auch aus einem guten Realschüler kann ein guter Polizist werden. Das wäre zugleich auch ein Zeichen des Respekts an die Realschulen, die sehr gute Arbeit leisten. Ich freue mich, wenn jeder bei einer solchen Gelegenheit, jeder Fußballprofi, jedes Sportidol die Nationalhymne mitsingt. Das ist keine Forderung, aber man könnte mich damit erfreuen. Gerade in Zeiten, wo die Liberalität durch Autoritäre wie die AfD oder auch von außen durch Bewegungen wie Herrn Erdogan unter Spannung, unter Druck gerät, umso mehr muss man sich zu dieser Liberalität bekennen und den Symbolen dieses Staates.